Hallo, 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 hallo. Weiter geht's mit Pokémon Smaragd. Es wird mal wieder Zeit, dieses Spiel weiterzuführen. Ich freue mich doch drauf. Wir sind immer noch in der wunderbaren Stadt namens Bad. Oder Bad Lava Stadt, wie man es auch gerne nennen möchte. Hier ist eine wunderbare Dame, die ich noch nicht herausgefordert habe, denn sie hat starke Feuer-Pokémon. Und hier sind alte, schrumpelige, behaarte, eklige, alte, richtig krasse, kranke Menschen, die einfach mal nackt in so einer Scheiße baden, wo wir gar nicht reingucken möchten. Pokémon-mäßig sind wir natürlich hier fleißig am Leveln. Wir haben Nice nach vorne geschoben, der schon Level 28 ist. Und wie wäre es denn, wenn wir erstmal Noxia, gut, das sind Feuer-Pokémon, Noxia als Pflanzen-Pokémon ist halt nicht ganz so geil. Natürlich Feuer gegen Feuer, da ist natürlich, glaube ich, Nice nicht schlecht, Herr Specht, und zwar mit seinem Kampfattacken. Er hat ja ein paar Kampfattacken. Wir haben uns hier, glaube ich, schon überall umgeschaut, deswegen haben wir schon alles gelesen und haben mit allen schon geredet. Ich hoffe doch mal. Ich hoffe, wir haben es nicht verkackt. Ja, der Kollege sagt uns natürlich hier, was sagt er uns? Er sagt uns, ich würde gerne mal, nach Malvenfro City, aber wenn ich diese Stufen heruntergehe, komme ich kaum wieder nach Bad Lava Stadt. Ich hoffe doch mal, dass man da irgendwie wieder hinkommt. Deswegen springe ich da einfach mal runter. Muss man ja irgendwie wieder hinkommen, wenn nicht, wäre es ja blöd. Oder wir gehen erstmal in die Arena und werden erstmal alles soweit clearen. Ich glaube nicht, dass wir das halt schaffen jetzt, den umzuhauen, weil der, denke ich mal, Level 30 oder so sein wird oder noch stärker seine Pokémon. Na, wie sieht es aus? Auf dem Weg zum Camp Lars, die Arenaleiterin von Bad Lava Stadt, Flavia, setzt Feuer-Pokémon ein. Ihre Leidenschaft für Pokémon brennt heißer und stärker als ein Vulkan. Komm ihr nicht zu nahe, du verbrennst dich, lösche die Glut mit Wasser und dann besiege sie. Ja, hätten wir jetzt, und wäre unser wunderbare, unser Katzi jetzt etwas stärker am Level, wäre es natürlich geil. Ach, muss ich hier reinspringen oder wie geht das? Cool, ist das Asche? Sind das einfach nur Löcher? Aschenlöcher, ich... Oh, da ist jemand im Loch drin. So sehr ich die Berge auch liebe, meine Leidenschaft gehört den Vulkanen. Die sind auch mal in den Löchern oder in der Asche drin. Die denken sich, ah, ich hab Spaß in der Asche. Das ist doch richtig cool da. So, jetzt können wir schon weiter leveln hier. Ja, Level 23 ist halt keine Herausforderung. Wenn so nur die Arena-Leiterin ist, wäre es auf jeden Fall geil. Doppelkick. Bumm. Reicht das mit einem harten Crit? Ach, verdammt, jetzt überlebt er und gib mir... Bitte, ich danke dir. Dankeschön. Glut ist nicht sehr effektiv. Wissen wir doch alle. Jetzt gibt es noch einen Schnabel hinterher. Boom, und ich wünsche dir viel Spaß in der Feuerhölle. 216, Gorgi 216. Oh, Gorgi ist 26 geworden. Läuft bei dir, Gorgi. Ich habe verloren. Ich hatte nicht einmal den Cup unter Kontrolle. Ja, auf Wiedersehen, Mr. Lochmensch. Aber wir müssen das Item tauschen. Tut mir leid, Gorgi. Ich möchte dich ja gerne leveln. Aber das Item möchte ich gerne nehmen. Und ich möchte es gerne Katzi geben, weil Katzi ist Wasser-Pokémon. Ich hoffe, es wird sich dann bald weiterentwickeln zu Gyarados. Katzi, ganz süßes kleines Katzi wie zu Gyarados. Und deswegen müssen wir auf jeden Fall ihnen den EP-Teiler geben. Ist er hier, an der Seite? Da ist der EP-Teiler. Bitte schön, Katzi natürlich. Gorgi kann dann später gelevelt werden. Ich glaube, der ist nicht ganz so sinnvoll hier. Oh, da ist noch jemand im Loch drin. Komm schon, los geht's, bevor ich abkühle. Ich bin so geil, ich bin ein Super Saiyajin. Ich hab die Frisur davor. Der hat zwei Fackeln in der Hand. Der ist ein Hitzkopf, natürlich. Ja, Schneckmack, wo ich immer dachte, das wäre irgendein ekliges anderes Pokémon. Erinnert mich irgendwie an Ditto. Doppelkick. Ja, es reicht wieder nicht, oder? Sehr gut, zum Glück ist er down gegangen. Ich dachte schon, er überlebt wieder mit 1 AP oder so. So, Nice 192, Katzi 192, Katzi. Nur ein Pokémon hatte der. Das war ja ziemlich stark. Also dieser Trainer war die größte Herausforderung, die ich jemals hatte. Ich werde erstmal alle Löcher hier abgehen. Hupsala. Ich bin nochmal zurück, ich werde alle Löcher abgehen. Ich will nämlich gucken. Ich will erst alle Löcher nachgucken, ob hier noch weitere Trainer sind. Hier ist auch kein Trainer. Nochmal zurück. Erst die ganzen Trainer besiegen. Da ist auch keiner drin. Dann gehen wir ins letzte Loch. Kann man sich gut merken, ab ins letzte Loch, da ist schon wieder ein Trainer. Aua, aua, ach ist das heiß. Oh, Doppelkampf. Kann dein Pokémon 200 Grad aushalten? Natürlich. Also steck mein Pokémon öfters in den Backofen, dann schmeckt es so gut. Und hält natürlich warm. Ja, zwei Pokémon, gar kein Problem für uns. Ja, was ist das denn? Ein Kekleon? What the fuck ist ein Kekleon? Du bekommst einen Doppelkick und du bekommst jetzt einen Flügelschlag hier. Flügelschlag auf Kekleon. Okay,
Doppelkick. Reicht wieder nicht. Überlebt wieder mit. Ja. Immer diese eklige. Oh oh. Flammenwurf auf. Ja, das ist okay. Ein Flammenwurf. Eine sehr coole Attacke auf jeden Fall. Bitte kein Glut auf. Na, sehr gut. Wie geil das einfach mal ist. Auf das, was nicht effektiv ist, darauf machen wir auf jeden Fall mal den Rotz, ne? Ach, das ist natürlich doof. So, dann machen wir hier mal ein Stahlflügel. Yay, Stahlflügel. Oh, wieder so mit einer AP überlebt. Schnabel. Sehr schön, auf Wiedersehen. Bitte, Keklion, brenn jetzt bitte mein Hanrizzle nicht an, beziehungsweise mein Honey, weil Honey ist nicht ganz so geil. Katzi erreicht Level 90, Glückwunsch, Katzi. Ja, ist bestimmt One-Hit, oder? Ne, doch nicht. Komisch. Ja, ist egal, was ich jetzt mache, weil normalerweise der Ruckzuck-Hieb als erstes kommt. Bumm. Sehr gut. Das ist nicht sehr effektiv, ist mir wurscht, du hast eh keine AP mehr, du komisches Pokémon. Das ist übrigens cool, das Pokémon. Also, das hat mir gefallen. Und da wurden die beiden besiegt. Der Schweiß lief mir in die Augen. Natürlich. Die Hitze war nicht stark genug. Auf Wiedersehen, du wurdest besiegt. So, weitere Gegner. Yeah, kommt raus, kommt aus euren Löchern. Ich versuche Stress abzubauen. Komm her, ich will mich abreagieren, wie sie alle aus den Löchern rauskommen, ne? Wie so Maulwürfe. Und hier sind mal die gleichen. Den Typen gibt es einfach tausendmal und alle haben nur ein Pokémon. Ja, ein Pokémon ist auf jeden Fall sehr effektiv. Gegen meine Macht. Gegen meine Supermacht vom Pokémon. Lass mich raten, du überlebst wieder mit einer AP. Natürlich! Jetzt kommt wieder Glut. Intensität 6 wird bestimmt mehr Damage machen wie Glut. Aua, ist sehr effektiv, das ist echt blöd. Deswegen wird jetzt so ein Schnabel, dann bist du erstmal besiegt. Ah ja, ja, jetzt hätte er mir doch noch so viel abgezogen. Na egal, wir bekommen eine gute Erfahrung, das läuft auf jeden Fall. Er wurde besiegt. Ich hoffe, Flavia wird dich rösten. Nein, Flavia wird mich nicht rösten, denn ich werde sie rösten. Ich hoffe, es ist eine heiße Schnecke. Ein heißes Schneckchen. Ein heißes Schnecke. Kam ich daher? Ja. Wisst ihr Bescheid? Dann müssen wir hier rein. Und landen dann hier. Sind hier Trainer? Da ist er. Lass mich raten, der gleich. Ja, natürlich, Mister. Du musst ganz schön müde sein. Willst du dich nicht hier im heißen Sand ausruhen? Aber du solltest wissen, dass Willenskraft ganz wichtig für einen Trainer ist. Ich habe Willenskraft in meinem Penis. Da habe ich ganz viel. Hallo, Mister Double 5000. Oh. Das sollten wir mit einem Doppelkick auf jeden Fall besiegen. Instant. Doppelkick. Boom. Ey, Doppelkick ist so böse. Oder reicht es doch nicht? Doch, sehr gut. Ein Volltreffer am Ende. Das gefällt mir. Meine Nase juckt gerade des Todes, Leute. Irgendwie denkt ihr gerade zu oft an mich. Spiel mit Feuer und du verbrennst dich. Ich glaube, du verbrennst dich, weil du bist kacke. Ich habe dich immer weggeklatscht. Du bist gar kein Gegner für mich. So. Dann gehen wir mal hier rein. Wo lappen wir da denn wieder? Ja, hier. Sind die Trainer, die mich herausfordern? Natürlich. Natürlich. Oh, eine Dame. Ey, okay, ich kämpfe mit dir. Was hat die in den heißen Sand gemacht? Etwa ein paar heiße Stunden. Oh, das ist eine fliegende Dame. Die hatten wir letzte Arena-Kampf auf jeden Fall auch schon. Die ist gerne da. Oh, das gleiche Pokémon. Ist das die gleiche wie beim letzten Mal oder wie? Da sind übrigens Kampfattacken bzw. Doppelkick sehr effektiv normalerweise gegen diesen Affen. Nein? Nein? War es nicht letztes Mal sehr effektiv? Aua! Dann mache ich halt einen Scanner. Der scannt mich ab. Schützt dich selbst. Setz Schnabel ein. Schützt dich selbst. Das ist natürlich eine böse Tat. Gibt es noch einen Schnabel? Schon wieder ein Scanner. Schlug fehl. Hahaha. Genau das wäre sehr effektiv. Ich habe gerade Schnabel. Die Attacke ist ja normal, oder? Schnabel ist normale Attacke oder ist es eine. Müsste eigentlich. Oh, du bist zu stark. Ich bin halt die Macht. Geh mal in die Mitte. Das mittlere Loch muss gestopft werden. Das ist gut. Was haben wir hier für einen Trainer? Gar keinen. Hier ist ein Trainer auch nicht. Geh mal hier rein. Das Dumme ist, wenn ich jetzt... ich verhelle auf jeden Fall. Da ist die. Hallo, da ist Flavia. Ich werde natürlich jetzt nicht gegen sie kämpfen können. Bin ich wieder am Anfang? Ne. Oh, dann Trainer. Weil ich halt meine Pokémon sind erstens nicht geheilt und zweitens bin ich zu schwach und dann muss ich den ganzen Weg nochmal rausfinden. Siehst du, wie wild die Flammen züngeln? Sie bejubeln meinen Sieg. Natürlich. Zwei Fackeln in der Hand. Und ein komisches Ding. Ah, natürlich. Ja, zwei Pokémon sogar. Gibt's ja gar nicht. Zwei, wirklich zwei Pokémon hast du.
Das überrascht mich gerade. Mit dem Doppelkick sollte erstmal das erste weg sein. Ja, natürlich. Gar kein Ding für den King. Wegklatschen halt in den Drecksack. Sehr schön. Oh, komm schon, Katzi. Level, du brauchst mehr Level. Wechsel, nein. Los, Level doch. Ob der sich mit Level 20, ob sie Katzi da entwickelt. Zu Gyarados. Ob das reicht, Level 20? Ich glaube kaum. Noch ein Doppelkick. Du alter Ditto-Verschnitt. Ditto war übrigens cool, der konnte sich quasi spiegeln mit dem anderen Pokémon. Das war sehr geil. Ja, ja, Katzi 183. Katzi erreicht Level 20. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sich Katzi dann entwickelt, Level 20. Irgendwas ist da schiefgelaufen. Jawohl, hey! Katzi entwickelt sich. Katzi, du bist nicht mehr scheiße, du bist nicht sinnlos, du. Endlich bist du zu etwas zu gebrauchen. Katzi wird zu. Oh, das Pokémon ist so geil, Mann. Das wird Gyarados, 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 Gyarados. Oh, es sieht so böse aus, Gyarados. Es sieht so des Todes böse aus. Ja, Gyarados. Katzi, du bist jetzt nicht mehr Weibling, sondern du bist Gyarados. Und lernt Biss. Noch was? Ich brauche eine Aquaknarre oder so ein Scheiß. Was kann denn jetzt hier? Moment. Er saugt dran, auf jeden Fall. Er saugt. Bericht. Er kann... Ja. Platscher. Natürlich eine nur ein Platscher, der überhaupt nichts bewirkt. Eine sehr gute Attacke übrigens. Tackle und Biss. Er braucht eine Aquaknarre oder so ein Rotz. Er braucht eine Wassertacke. Vorher ist er nicht zu gebrauchen. Los, Aquaknarre. Lern sie doch. Oder weiß ich nicht. Biss ist okay, aber du brauchst eine Aquaknarre. Aquaknarre. Bin ich wieder am Anfang. Sehr gut. Hat ja gepasst. Ist ja egal. Ich glaube, wir haben alle Trainer jetzt besiegt, so gut wie. Deswegen können wir uns erstmal heilen gehen. Und ich glaube nicht, dass wir es schaffen gegen die. Wollen wir es ehrlich versuchen, schon gegen sie zu kämpfen? Ich weiß nicht, ob die drin ist, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß es nicht, Leute. So, wir heilen uns auf jeden Fall erstmal. Eigentlich müssen wir unser Gyarados noch hochziehen, damit er eine Wassertacke hat, damit wir irgendwie 22, 23, normalerweise müssen wir mindestens 25 hochziehen, damit wir das Ganze sicher schaffen. Aber dafür fehlt mir die Zeit und die Lust, eigentlich jetzt zu machen. Ich will gar nicht leveln. Und wenn ja, würde ich es, glaube ich, rauscutten. Das wäre ein bisschen langweilig für euch. Kann ich überhaupt leveln? Ich will jetzt hier erstmal nicht runterspringen. Kann ich hier irgendwo noch leveln? Kann ich gar nicht. Ich komme links, ich komme hier gar nicht mehr weg. Ne. Bestimmt ist der Weg dann ultra weit, wenn ich da nochmal hin muss. Deswegen versuchen wir es jetzt einfach mal. Wenn ich jetzt fail, tut es mir leid. Ich weiß, dass ich halt noch nicht ganz so krass meine Pokémon fertig habe. Und Gyarados immer noch sinnlos ist. Ich habe mich eigentlich nur gelevelt, Gyarados, damit ich ein Wasser-Pokémon habe. Aber er noch keine... Oh, jetzt laufe ich da nochmal rein. noch gar keine Wasserattacke hat, von daher ist es halt blöd. Habe ich eine TM, die ich lernen kann? Wassermäßig? Beutel? So, wir haben Schockwelle, Raub, Geheimpower, Folterknecht natürlich, der alte Folterknecht, Brüller, Protzer, Kuh, ja, ist halt nichts dabei. Schaufler, wir können rumschaufeln. Wir haben also keine Attacke, die irgendwie wassermäßig am Start ist als TM. War ich hier schon? Ja. Welches Loch muss ich jetzt reingehen? Ich da mal rein, dann muss ich da auf jeden Fall rein. Das ist auch keine andere Möglichkeit hier. Ja, mich gell? Hier bin ich, glaube ich, oben reingegangen. Das passt. Und dann bin ich in letzte rein, also gehe ich mal hier rein. Hier ist bestimmt noch ein Trainer. Kein Trainer. Links oder rechts? Ich bin mal rechts, deswegen gehen wir rechts. Und jetzt landen wir natürlich wieder falsch. Doch, wir sind richtig. Wir sind bei ihr. Bei Flavia. Der alten jungen Dame. Lasst uns mal verlieren. Wir haben Pokémon-mäßig jetzt am Start. Vorne ist nice, dann kommt Honey. Deswegen tauschen wir mal hier. So. Und tauschen mit Honey und Katzi setzen wir da mal hier hin. Das ist so die Variante, die ich gerade habe. Mal schauen, ob das irgendwas bewirkt, ob wir damit vorankommen. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Wir versuchen es aber, ne? Ein Try ist es wert, deswegen, Leute, mal gucken. Willkommen! Halt, warte! Hallo, du Winzling von Trainer. Wie schön, dich hier zu sehen. Ich bin verantwortlich für... nein, warte. Ich bin Flavia und ich bin die Arenaleiterin hier. Du solltest mich nicht unterschätzen, nur weil ich noch nicht so lange Leiterin bin. Ich habe das Talent meines Großvaters geerbt und daher kann ich dir die heißen Attacken zeigen, die wir hier entwickelt haben. Okay, Flavia, du alte Domina. Wie siehst du denn aus? Schön? Du bist so ein Rebell, ne? Auch mit Dicktitten, wunderbar. So, sie setzt mal ihr komisches Level 24 Pokémon ein. Das ist schon mal
Level 24. Fangen wir an mit dem Schnabel. Sehr gut. Sonnentag? Was? Jawohl. Keine Attacke konnte, es war nur Sonnentag, was es auch immer bewirkt. Ich weiß nicht, das Licht wurde stärker. So, oh, nice, mit Level 29. Läuft bei dir nice. Nice. Sehr schön. Und Katzi hat 205 von Erfahrung. Wie ist das eigentlich? Wenn ich jetzt, kann ich eigentlich die ganze Zeit hochleveln oder verliere ich die Erfahrung, die ich hier bekomme? Ich glaube schon. Nein, wir tauschen nicht. Dafür haben wir noch Nice. Das passt. Auch wenn Nice ausgeschaltet ist, sind wir voll im Arsch. Ich hätte mir vielleicht Tränke kaufen sollen. Na egal. Level 24 schon gleißend. Was bewirkt das? Nicht, dass die Attacken gleich alles one-hitten. Schaffe ich auch den mit einem Doppelklick zu töten, Level 24? Nein. Fuck. Crit! Ach shit, bitte mach kein böses. Smog? Vergiften? Macht Smog Vergiftung? Paralysieren? Was macht das? Was macht dieses Sonnenlicht? Ich verstehe es immer noch nicht. Yo! Für so ein Kack-Pokémon! Jetzt crit den Scheiß doch weg! Verdammt, das reicht nicht. Was macht dieses Sonnenlicht, Leute? Ich bin total verwirrt. Gleich werde ich bestimmt ge-one-hitted. Na egal, jetzt ist er tot auf jeden Fall. Ja, Sonnenlicht. Sehr gut. Sonnenlicht, was mich tötet. Nice, 199 Erfahrung. Katzi auch 199. Nächstes wird, nein. Wir haben jetzt schon zwei Pokémon down mit Nice und das hat nicht ein Damage abbekommen. Das Sonnenlicht lässt nach. Sehr gut. So, ein Doppelkick, bitte. Ein Volltreffer, okay. Jetzt haben wir getroffen, Level 26 schon böse. Anziehung. Er will mich verführen? Oh no! Ich werde verführt! Was passiert jetzt, wenn ich habe mich jetzt verliebt? Was bedeutet das? Kann ich ihn jetzt nicht angreifen oder was? Okay, das ist die Ehe. Ich trete einfach meiner Frau bzw. meinen Mann, wie auch immer, worin ich mich verliebt habe, einfach mal in die Fresse. Ja, war nicht ganz so geil. Katzi 487, das wird. Ich sehe gerade keine Gegenwehr hier in der Arena. Oder seht ihr gerade irgendeine Gegenwehr? Ich sehe. Oh, das macht natürlich nicht ganz so viel. Damit nicht sehr effektiv, oder was? Body Slam. Aua! Es gibt einen Schnabel auf dem Kopf. Das ist, macht auch nicht viel Damage. Body Slam macht böse Aua. Okay. Wir benutzen auch erstmal. Wir fliehen. Nein, wir setzen erstmal einen Beutel ein. Was habe ich denn hier am Start? Bonusstein. Eine Supertrank. Der heilt 50 Punkte. 50 Punkte. Ja, das sollte reichen. Ja, er wurde nicht ganz voll, aber es passt. 50 Punkte geheilt. Noch ein Body Slam. Jetzt ein Volltreffer, wenn ich bestimmt schon ge-one-hitted, oder? Nein, okay, es passt. Nein, nicht noch einen Trank, erstmal nicht. Obwohl, wenn wir jetzt, na, wir setzen erstmal, was setzen wir denn ein? Irgendwie war das nicht geil, das war auch nicht geil und Flug war auch nicht geil. Ob eine normale Attacke ein bisschen mehr macht, ich glaube auch nicht. Das macht ja gar nichts. Sonnentag. Okay, jetzt kommt diese Sonnenaction schon wieder, was auch immer bewirkt, die wissen es nicht. Er ist auf jeden Fall nur da. Ja, nochmal, Dankeschön. Ich glaube, Doppelkick macht echt am meisten Damage gegen den. Der ist auch kacke, der hält so viel aus. Beziehungsweise den kann man kein Damage machen. Hitze. Cola, wie auch immer. Das sollte nicht effektiv sein. Das ist nicht sehr effektiv und tötet mich einfach. Was jetzt? Okay. Was zur Hölle macht der da für eine Scheiße? Los. Gorgos. Zeig, was du kannst, Gorgos. Du schaffst es, Gorgi. Ja, gleißendes Sonnenlicht, was mir so lange auf die Eier geht. Und jetzt setzen wir auf jeden Fall mal einen. Ja, macht alles nicht viel Damage, ne? Erstauners Geistattacke. Wir setzen einfach mal den Aufruhr ein. Los, schrei rum, Gorgi! Sehr gut. Macht wohl nicht viel Damage. So, die Kurven, wie viel Damage machen die? Ja, One-Hit. Wieso denn nicht? Ja, das ist doch akzeptabel. Man One-Hittet doch sehr gerne, ne? Ach du heilige Scheiße. Jetzt wird es natürlich brenzlig. So. Honey, zeig, was du kannst. Honey wird auch gewonnen hätte von jeder Attacke. Aber Honey,
kann natürlich als erstes seinen Flügelschlag einsetzen. Mal schauen, obwohl der auch nicht viel Damage macht. Vielleicht macht Stahl? Macht Stahl viel Damage gegen den? Ich weiß es nicht. Ich teste es mal. Ich kann es gerade gar nicht sagen. Ihr kennt mich ja. Ich habe keine Ahnung. Ja, das hat sehr viel Damage gemacht. So. Oh, nur ein Body Slam. Finde ich gut. Das könnte er sogar überleben. Und er ist paralysiert. Natürlich. Sehr gut. So, jetzt könnten wir natürlich nochmal hier so ein... Ja gut. Tschüss. Tschüss, Hanrizzle. Ich wünsche dir viel Spaß. Denn du bist tot. Das ist natürlich sehr effektiv. Ja, das sollte sehr effektiv sogar sein. Na toll. Stahl ist auch nicht. Alter Schwede, der drückt uns gerade böse weg. So, setzen wir mal Noxie ein und Noxie mit seinen fiesen Attacken. Vielleicht kann er was reißen. Jetzt sind wir so weit und scheitern am letzten Pokémon oder was. So, der Eggelsamen erstmal drauf. So, drauf. Erstmal bepflanzen da. Sehr gut. Mach bitte keine Feuerattacke. Sehr gut. Body Slam ist okay. Überlebt das. Sehr gut. Obwohl es ein Volltreffer war, aber überlebt es. Und ist wieder paralysiert. Oh, diese paralysierte Scheiße. Ich hasse jetzt schon paralysieren. Er ist der größte Rotz, den es gibt. Okay, das macht gut Damage auf jeden Fall. Und vielleicht jetzt ein Megasauger. Darf ich den machen? Nein! Das gefällt mir nicht. Ich rate, er ist paralysiert und kann nicht angreifen, natürlich. Ah. Leute, wenn jetzt Dings down geht, ne? Wir setzen auf jeden Fall mal Beutel, erstmal noch einen Trank ein. Wenn Noxie down geht, ist es verloren. Ich glaube kaum, dass Katzi mit Level 20 das reißen kann ohne Wasserattacke. Und das ist ein One-Hit. Fuck. Doch nicht. Ist sehr effektiv, trotzdem kein One-Hit. Ah. Wir müssen noch einen Supertrank einsetzen. Hier haben wir noch einen. So, das ist jetzt total kacke, was hier abläuft. Wir verlieren, wir verkacken am letzten Pokémon. Richtig scheiße. Bitte keine Hitzekohlen. Fuck, schon wieder Hitzekohlen. Mach nicht so viel Damage. Fuck. Wir haben keinen Supertrank mehr, wir können uns nicht mehr heilen. Wir sind immer paralysiert, wie so ein geisteskranker Hippie. So, wir haben uns natürlich ein bisschen geil. Wenn jetzt der Megasauger sitzt, könnten wir den Angriff überleben. Außer wir treffen nicht. Wir müssen treffen. Er lässt noch ein Body Slam Feuer ein. Fuck, warum darf der anfangen? Warum darf er anfangen? Ist nicht sehr effektiv, scheiße. Aber der Eggelsamen geht nochmal drauf. Okay. Wir müssen ihn langsam. Wir müssen einfach überleben. Wir müssen einfach überleben. Aber wir können gerade nicht mehr überleben. Fange ich an mit einer Kopfnuss? Sonntag. Okay, was bedeutet das? Irgendwas Komisches auf jeden Fall. Sonnenlicht wird stärker, alles klar. Ich kann natürlich nicht angreifen. Natürlich ist das wunderbar. Ah, dieses reißende Sonnenlicht schon wieder. Und ja, das macht gut. Aha. Wir müssen wirklich überleben. Es ist alles nur Überleben, mehr nicht. Überleb diesen Body Slam. Überleb ihn, Noxie. Dankeschön. Kopfnuss wird auch nicht sehr effektiv sein. Aber das ist in Ordnung. Denn, wie gesagt, wir haben unseren Eggelsamen drauf und ticken so langsam ihn runter. Leute, es kann was werden. Es kann was werden. Darf er anfangen? Anziehung. Sehr geil. Er macht keine Attacke. Er tötet uns einfach nicht. Oh, ist das gut. Wir verlieben uns wieder. Scheißegal. Wir schaffen es gegen ihn. Wir schaffen es gegen sie. Wir haben gewonnen. Normalerweise sollte jetzt der Eggelsamen ihn töten. Tod durch Eggelsamen. Ein Pflanzen-Pokémon gewinnt gegen ein Feuer-Pokémon. Wie ist das möglich? Ich weiß es nicht. Noxie kann es halt. Und er ist down. Leute. Habe ich jetzt nicht erwartet, dass wir das schaffen. Katzi auch nochmal richtig draufgeklatscht hier. Und sie wurde besiegt, die Flavia. Ich glaube, ich habe es übertrieben. Ja, du warst scheiße. Ich bin ja auch noch nicht lange Arena-Leiterin. Ich habe zu sehr versucht, jemand zu sein, der ich gar nicht bin. Ich muss die Dinge auf meine eigene Art angehen, sonst verwirre ich nur meine Pokémon. Danke, dass du mich das gelehrt hast. Du hast dir das hier wohl verdient. Lars gewinnt 2.900 Poké-Dollar. Lars erhält den Hitzeorden von Flavia. Den Hitzeorden. Das ist wunderbar. Mit dem Hitzeorden gehorchen dir alle Pokémon bis Level 50, auch die, die du durch Tausch erhalten hast. Und du kannst ab sofort Stärke auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Dies ist das Zeichen meiner Anerkennung. Nimm es ruhig an. TM50 erhalten. Was ist denn TM50? Lars packt TM50 in die Tasche. TM50 erhält Hitzekoller. Oder, ja, Koller, ne? Doch, Koller, ja. Diese Attacke richtet beim Gegner großen Schaden an, aber gleichzeitig wird der SP-Angriff des Pokémon, das die Attacke anwendet, herabgesetzt. Für längere Kämpfe
ist sie daher nicht geeignet. Ja, das war gut, dass unser Kampf so lange war. Arenenleiterin Flavia wurde in Pokénav eingetragen. Dankeschön, dass ich dich besiegt habe. Und jetzt haben wir den Hitzorn. Hui! Das war ein glühender, heißer Kampf. Natürlich, wir haben es geschafft, Leute. Ich habe nicht damit gerechnet, doch wir haben es geschafft. Nein. Hör auf, jetzt gegen mich zu kämpfen. Mein Pokémon ist alle tot. Lars, wir haben uns lange nicht gesehen. Oh. Als ich die heißen Quellen aufgesucht habe, habe ich den Orden der Arena von Bad Lavia-Stadt erhalten. Du hast anscheinend viele Pokémon gefangen. Ich meine, du hast ja schon einige Pokémon aufgezogen. Ich denke, dass hier wirst du gut gebrauchen können. Wüstenglas erhalten. Mhm. Mit diesem Wüstenglas wirst du keine Probleme haben, durch die Wüste in der Nähe von Route 111 zu gehen. Aber wow, Lars, in Arenen antreten, du strengst dich bestimmt sehr an, weil du nicht gegen mich verlieren willst. Lars, ich glaube, ich sollte deinen Vater in der Arena von Blütenburg City herausfordern. Lars, man sieht sich. Mit dem Fahrrad düst sie weg, die kleine Schlampe. Zum Glück hat sie nicht herausgefordert, das wäre richtig fies gewesen. Weil eben, Entschuldigung, wir einfach mal komplett unsere Pokémon halt kaputt waren durch den Arena-Kampf. Es wäre richtig fies gewesen. So, ich gehe jetzt eben schon noch einkaufen, bevor ich das vergesse. Denn ich brauche noch ein paar neue Tränke und ein paar neue Pokebälle. Oh, eine extra lange Folge. Da freut ihr euch doch bestimmt, oder? So, schnell nochmal hier. Kaufen. Ja, Superball möchte ich gerne noch so 5 Stück kaufen. Besitz habe ich schon 6. Okay, der passt. Brauche ich noch 4. Ja, kaufen wir mal. Und ich möchte gerne noch Supertränke so gerne so 5 Stück kaufen. Ja, möchte ich gerne. Wunderbar. Paarheiler, scheiß drauf. Gegengift, scheiß drauf. Der Rest ist alles scheißegal, oder? Vielleicht Superschutz, ne? X-Tempo auch nicht. Das reicht erstmal. Das ist erstmal in Ordnung. Haben wir genug ausgegeben? Haben wir schon mit Leuten geredet? Mit X-Tempo kannst du. Ja, okay, das ist schon alles. Alles klar. Mit der alten Dame wollen wir nicht reden. Und dann war es das von diesem Paar. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich bin der Lars. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sage ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Haufen super nice Boys reingehauen. Und tschüssi. Nice.